Ich werde euch heute ein bisschen was zur Curry-Howard-Äquivalenz erzählen. Und um ein bisschen den Ton und den Kontext zu setzen, mein Ziel ist, mich persönlich ein bisschen mehr mit Typentheorie zu beschäftigen. Und die beste Möglichkeit, sicherzustellen, dass man etwas verstanden hat, ist, es anderen Leuten zu erklären. Und das ist so die kleinste Einheit, die ich mir vorstellen konnte, die ich erklären kann in einer kurzen Stunde. Und deswegen nehme ich das ein bisschen zum Anlass, quasi mich selbst dazu zu zwingen, mich damit zu beschäftigen, da jetzt so ein paar Vorträge drüber zu machen. Das heißt, gerade gegen Ende hin habe ich überhaupt keine Ahnung mehr, wovon ich rede. Aber das ist okay. Was ist die Curry-Howard-Äquivalenz? Ich habe versucht, den am wenigsten pretentious und verwirrenden Namen zu wählen unter den Alternativen. Es ist die Interpretation von Typensystemen als logische Schlusssysteme und umgekehrt. Also Typensysteme, so wie in Programmiersprachen, die halt irgendwie Typensysteme haben. Und logische Schlusssysteme, so, das ist so Metamathematik. Also es existiert so eine Wissenschaft, die sich über die Frage unterhaltet zu, wie funktioniert eigentlich Mathematik? Somit, was sind eigentlich Axiome, die wir voraussetzen? Was sind eigentlich Schlussregeln, die wir erlauben? Und je nachdem kann man halt unterschiedliche Aussagen darüber treffen, wollen wir, dass unsere Mathematik widerspruchsfrei ist oder nicht, und dann kann man unterschiedliche Sachen darüber sagen. Und die Curry-Howard-Äquivalenz, dadurch, dass die eben eine 1-zu-1-Korrespondenz zwischen Typensystemen und logischen Schlusssystemen herstellt, erlaubt die uns quasi, Metamathematik zu benutzen, um Aussagen und Inspiration für Programmiersprachen zu finden. Und umgekehrt, sie erlaubt uns halt auch Programmiersprachentypensysteme zu haben und die zu benutzen, um damit Metamathematik zu machen. Zum Beispiel mit interaktiven Beweisassistenzen und so. Und das ist so ein bisschen auch mein Ziel. Mein Ziel ist, ich möchte ultimativ gerne verstehen, was topologische Typentheorie ist. Und das muss euch jetzt nicht sagen, weil das sagt mir auch noch relativ wenig. Aber das ist sehr langfristig. So, wie funktioniert das jetzt? Das erste ist, wir haben irgendwie in der Logik haben wir immer so Aussagen, so es regnet oder die Straße ist nass oder so. Und Aussagen kodieren wir in unsere Typensysteme einfach als Typen. Also jeder Typ ist quasi eine Aussage und die Aussage ist quasi anschaulich, ein Wert dieses Typs existiert. Also irgendwie der Typ Int wäre die Aussage, ein Int existiert. Und wenn ihr also einen Wert habt vom Typ A, dann ist das ein Beweis für die Aussage A, weil, naja, wenn die Aussage ist, ein Wert von Typ A existiert und ich gebe euch einen Wert vom Typ A, dann ist offensichtlich die Aussage, ein Wert von Typ A existiert, wahr. Das heißt, wir sprechen, wenn wir uns auf diesem Level über Typensysteme unterhalten, immer über so Aussagen und über, also über Typen als Aussagen und über Werte als Zeugen dieser Aussage, weil jeder Wert bezeugt, dass die zu dem Typen, zu dem er gehört, diese Aussage eben wahr ist. Und eine wichtige Konsequenz aus dieser Sicht auf Dinge ist, dass die Logik, die wir uns angucken, dadurch immer konstruktiv ist. Wir können damit immer nur Aussagen beweisen, wo wir eine Konstruktion eingeben können, indem wir halt einen Wert konstruieren aus existierenden Typen oder durch existierende Schlussregeln. Und das heißt, wir können insbesondere, was wir in der Mathematik sehr gerne machen, so Widerspruchsbeweise, können wir in diesem Logiksystem nicht tun, weil die nicht konstruktiv sind. Oder so Existenzbeweise. Wir können immer nur konkrete Aussagen konstruieren. Wir müssen immer einen Beweis konstruieren können. Und wirklich sagen, wie wir den Wert finden. So, wenn wir Aussagen haben, ist der nächste Schritt. Und eigentlich würden wir uns erst über so Operatoren Gedanken machen. Aber es ist einfacher, ein bisschen darüber zu reden, wenn man eine Anschauung hat, zu wie Implikation funktioniert. Eine Implikation ist einfach kodiert durch eine Funktion. Das heißt, wenn ihr einen Funktionstypen A, der nimmt ein A und gibt ein B zurück habt, dann kodiert er die Implikation A impliziert B und eine Implementation dieses Funktionstypen, also eine tatsächliche Funktion, die A auf B abbildet, ist eben ein Beweis dieser Implikation, weil so eine Funktion, die nimmt einen Wert vom Typen A, also ein Zeugen, das A wahr ist, und macht daraus ein Wert vom Typ B, also ein Zeugen, das Aussage B wahr ist. Ist das verständlich? Wie also quasi in dieser Idee, wenn wir uns auf reine Funktionen beschränken und alles Totales und sowas, wie irgendwie Funktionen das gleiche sind wie Implikationsaussagen und wie Funktionen Implementation sind, ist irgendwie das gleiche wie ein Beweis für diese Implikation, right? So.
Und genau, das heißt, eine Sache, die irgendwie vielleicht ein bisschen klar ist, ist, wir bewegen uns hier inhärent irgendwie in dem Realm von sehr funktionalen Programmiersprachen und mit sehr reichen Typensystemen im Allgemeinen. So, den nächsten Typ, jetzt haben wir Aussagen, aber wir können noch keine Aussagen bilden. Wir brauchen irgendwie noch so ein paar Typen und so ein paar Typen, die irgendwie wichtig sind, wir müssen irgendwie so eine Aussage, die Aussage wahr und die Aussage falsch kodieren können. Und die Aussage wahr kodieren wir mit einem Typen, der heißt Top oder Unit oder Einheit oder wie auch immer. Und das ist ein Typ, der hat genau einen Wert. So, das ist einfach so ein quasi, als Set wäre das ein Punkt, ein Set mit genau einem Element. So, also zum Beispiel irgendwie, wenn ihr eine Sprache mit Tupeln habt, dann wäre so ein leeres Tupel, wäre so ein Unit-Typ, weil es gibt genau ein leeres Tupel und alle leeren Tupel sind gleich. Oder wenn ihr aus so einer Sprache mit Structs kommt, Structs sind so, ein leeres Struct ist auch, davon gibt es genau eins, weil alle Structs mit gleichen Feldern sind gleich und es gibt, hat keine Felder. Und deswegen wissen wir so a priori, per Definition, dass Top inhabited ist, wie man sagt. Also es existiert ein Wert vom Typ Top, weil per Definition davon gibt es genau einen Wert, also muss der wahr sein. Und das ist quasi eines unserer Axiome, mit dem wir also da reingehen können, um irgendwie neue Typen zu bilden, weil wir da wissen, dass wir hier eine wahre Aussage haben, nämlich Top hat. So. Und falls euch interessiert, der heißt Top, weil man sich das auch vorstellen kann als, das ist ein Typ, der Supertyp von allen anderen Typen ist. Das heißt, alle anderen Typen kannst du dir vorstellen als Subtype davon. Aber dazu gleich, also das nur so nebenbei, weil wir haben nämlich auch Bottom. Und Bottom heißt Bottom, weil Bottom ist ein Subtype von allen anderen Typen. Und ja, der Bottom wird meistens beschrieben als so ein umgekehrtes T. Und das ist ein Typ, der keinen Wert haben kann. Also wenn ihr irgendwie aus so C-basierten Sprachen kommt, dann benutzt ihr vielleicht manchmal in euren Funktionssignaturen Void. Eine Funktion, die Void zurückgibt, ist eine Funktion, die keinen Wert zurückgibt. Genau, und Bottom kann a priori einfach keinen Wert haben. Das ist einfach ein Typen, den wir einbauen in unser Typensystem, um zu sagen, der kann keinen Wert haben. Wenn wir einen Wert davon konstruieren könnten, dann wäre irgendwas kaputt in unserem Typensystem und unser Typensystem wäre nicht sound. In der Praxis wird der Typ auch oft benutzt für nicht totale Funktionen, also für zum Beispiel Funktionen, die eine Endlosschleife beinhalten oder Funktionen, die eine Exception werfen oder sowas, dass die Norm, die geben Void zurück oder Bottom zurück. Aber für uns in unserem typenbasierten Programmierungssystem, wo wir uns jetzt gerade unserem typenbasierten Logiksystem, ist das eben false, weil wenn es davon einen Wert gäbe, dann. Also, ja, wir wissen, dass Bottom keinen Wert hat. Also kann die Aussage, Bottom hat einen Wert, nicht true sein. Und ja, ich weiß, warum ihr kichert und es ist okay. So, dann ist das nächste, was wir kodieren wollen, sind logische Operatoren. Der erste Operator, den wir dingsen, ist das logische und, die Konjunktion. Und das machen wir über Produkttypen. Produkttypen, je nach Programmiersprache. Tupel sind Produkttypen, Structs sind Produkttypen bilden sich halt davon aus, wenn ihr irgendwie so einen Struct habt mit irgendwie einem Feld vom Typ A und einem Feld vom Typ B, dann ist das hat immer beides. Das hat immer sowohl ein A als auch ein B. Und deswegen ist ein Struct, also ein Produkttyp, eine hervorragende Art und Weise, die Und-Verknüpfung zu kodieren. Weil wenn ihr mir einen Zeugen für A gibt, also einen Wert vom Typ A, und einen Zeugen für B gibt, also einen Wert vom Typ B, dann kann ich euch einen Zeugen für das Produkt von A und B geben, indem ich einfach ein Tupel von A und B bilde. Und so ist also, wenn jeder Beweis, jeder Zeuge für A Kreuz B steht also für einen Zeugen für A und einem Zeugen für B. Okay, ungefähr klar, was damit gemeint ist, wie das gedacht ist. So. Dann ist das nächste, was wir wollen, ist Disjunktion, ist das logische Oder. Und logische Oders, again, wenn je nachdem, aus welcher Sprache ihr kommt, manchmal heißen die Enums, manchmal heißen sie Units, wenn ihr aus Haskell kommt, heißen sie Data Types, sind sogenannte Summtypen. Und genau, Summtypen kodieren eben das logische Oder in der Form, als dass ihr zum Beispiel sagt, irgendwie, damit kodiert ihr zum Beispiel in
Rust oder sowas habt ihr einen Maybe-Type oder einen Option-Type. Wie heißt der in Rust? Option. In Rust heißt der Option. Und Option ist entweder nothing oder none. Nothing? Nothing? None? Entweder none oder just x. Und das heißt, es ist quasi, es hat entweder den einen oder den anderen Wert und damit kodiert es eben dieses oder. Ein bisschen so einen, wo man so ein bisschen so seinen Kopf drum wickeln muss und wo ich mir auch noch nicht ganz so sicher bin, wie ich das mit meiner Ideologie vereinbare, ist die Tatsache, dass wir hier nur über direkte Summen reden. Das heißt, die müssen immer disjunkt sein. Das heißt, wir können keine Unions haben. Aber in dem Fall von dem logischen Oder können auch beide Aussagen wahr sein. Aber stellt sich raus, für Beweise und sowas spielt es erstmal keine Rolle. Genau, aber jetzt kann man sich vorstellen, wenn ihr also so eine Summe aus A und B habt, so einen Enum aus A und B habt, dann hat er immer einen Wert, der entweder in A ist oder in B. Und ihr könnt die auseinandernehmen und dann euch den Fall für A angucken und den Fall für B angucken und in beiden Fällen irgendwie eure Funktion implementieren. Und so könnt ihr quasi Fallunterscheidungen in euren Beweisen machen, je nachdem, was in der Input-Summe drin steht. Und so haben wir jetzt also logisches Oder. Und jetzt haben wir eigentlich alles, oder? Jetzt sind wir eigentlich fertig, jetzt können wir Logik machen. Nee, haben wir nicht. Uns fehlt noch Negation. So, Negation, und Negation ist jetzt nämlich nervig. Es gibt keinen Typen für, im Allgemeinen gibt es keinen Typen für, dieser Typ existiert nicht, der hat keinen Wert. Und wie wir das also kodieren, ist stattdessen durch den Funktionstypen, der A auf Bottom abbildet. Weil, wenn wir diesen Typen hätten, eine Funktion, die A auf Bottom abbildet, und es einen Wert vom Typ A gäbe, wenn A also true wäre, dann können wir ja diesen Wert in diese Funktion stecken und würden Bottom rausbekommen, aber Bottom hat keine Werte und deswegen geht das nicht. Das heißt, wenn unser Typensystem sound ist, wie man so schön sagt, kann A impliziert Bottom nur dann eine Implementation haben, wenn A selbst keine Werte hat. Ist das verständlich? Das ist nämlich jetzt, das ist der große Fnord in dieser ganzen Idee. Es ist zu sagen, Negation ist eben diese Abbildung nach Bottom. Ich hoffe, es ist halbwegs klar. Ich, for the record, bin mir der Tatsache bewusst, dass das alles ein bisschen abgefahren wirkt und nicht praxisrelevant wird. Aber jetzt kommen wir gleich zur Praxisrelevanz. Und die Sache, über die man sich jetzt irgendwie Gedanken machen muss, ist nämlich genau, wie gesagt, wir reden hier über konstruktive Logik. Deswegen können wir zum Beispiel, in der klassischen Logik haben wir die Aussage, den Satz vom Ausschluss des Dritten, dass entweder A oder nicht A muss immer wahr sein. Eine Variable muss immer entweder, ein Bool muss immer entweder true oder false sein. Er kann nicht etwas Drittes sein, deswegen gibt es keinen Ausschluss des Dritten. Das haben wir hier nicht. Wir können in diesem Kalkül nicht davon reden, dass jeder Typ entweder inhabited oder nicht inhabited sein muss. Und deswegen können wir manche Aussagen nicht ausdrücken in diesem Kalkül oder manche Beweise nicht ausdrücken in diesem Kalkül und sind ein bisschen limitierter. Und deswegen ist das quasi, das ist eine der grundsätzlichen metamathematischen Diskussionen schon seit Ewigkeiten, ist die Frage, wollen wir uns nur auf konstruktive Beweise einschränken, weil da sind wir intuitiv uns klar, dass wir irgendwie beweisen, dass Dinge existieren, weil wenn ich dir Instruktionen geben kann, so wie du, weiß nicht, den Satz des Pythagoras baust, dann wissen wir, dass das wahr ist. Wohingegen, wenn wir Widerspruchsbeweise zulassen, wenn wir diesen Ausschluss des Dritten annehmen, dann kriegen wir so ätzende Sachen raus, weißt du, so in unserer Mathematik. So Sachen wie, ich kann eine Sphäre nehmen und sie in zwei Teile zerlegen, in sieben Teile zerlegen und die dann unterschiedlich wieder zusammensetzen und kriege zwei Sphären raus, des gleichen Volumens und der gleichen Größe. Oder wir kriegen so Aussagen raus wie, jede Menge hat eine Wohlordnung, das heißt, es gibt eine Ordnung auf den reellen Zahlen, in der jede Teilmenge ein kleinstes Element hat und das ist irgendwie unintuitiv, wie das funktionieren soll und so. Und deswegen existiert da schon Ewigkeiten so eine riesen Diskussion und so ein riesen Streit und deswegen, das ist einer der Gründe, aus dem das alles mehr oder weniger aus mathematischer Sicht exciting ist, dass es uns quasi erlaubt, jetzt zu forschen und darüber zu reden, und es wird praxisrelevant, auf welche dieser Kalküle wir uns einschränken können, um trotzdem immer noch interessante Sachen damit beweisen zu können. So, okay,
So, das ist jetzt so quasi das ist ungefähr, was ich verstanden habe an Curry-Howard-Äquivalenz. Und jetzt verlassen wir den Round. Nee, ein Punkt haben wir noch. Schlussregeln. Wir müssen, jetzt haben wir irgendwie unsere Syntax, um über alle möglichen Dinge zu reden. Jetzt müssen wir, um über ein logisches Schlusssystem zu reden, noch darüber reden, was sind eigentlich Schlussfolgerungen, die wir benutzen dürfen, um Beweise zu führen. So. Weil tatsächlich die Aussage A impliziert B ist erstmal noch kein Beweis. Das sagt uns erstmal noch nichts darüber aus, ob A oder B wahr sind, sondern das sagt uns erstmal nur aus, die Aussage A impliziert B ist wahr. Und die hilft uns erstmal so a priori nichts. Da gibt es auch wieder so Äquivalenzen. Und zwar gibt es dann sowohl in Typen, in logischen Schlusssystemen bauen wir dann zusätzliche Regeln ein, die uns erlauben, aus existierenden Aussagen neue Aussagen zu bilden. Und wenn wir uns an die Regeln halten, dann wissen wir, dass das Resultat wahr ist in diesem metamathematischen Kalkül. Und eine ganz bekannte davon, und die irgendwie intuitiv auch klar ist so der sogenannte Modus Ponens. Der Modus Ponens sagt, wenn P wahr ist und wenn wahr ist, dass P Q impliziert, dann ist auch Q wahr. So, und das wird so aufgeschrieben in so einer Regel. Wir haben immer so einen horizontalen Strich und dann stehen da drüber unsere Prämissen, nämlich P ist wahr und P impliziert Q ist wahr. Und dann steht unter dem Strich steht unsere Konklusion, nämlich Q ist wahr. So, und das ist etwas, was man in der Mathematik ganz oft macht. Wenn man Mathe studiert, schreibt man dauernd irgendwie Beweise und Modus Ponens benutzt man literally konstant, dass man irgendwie so sagt, wir wissen, dass A B impliziert und wir wissen, dass A wahr ist, also ist B wahr. Jetzt kann man das übertragen in Typensysteme, indem man, ich habe das hier mal rausgenommen aus dem Artikel über Hindle-Milner Type Inference, im Typensystem entspricht der Modus Ponens der Funktionsanwendung. So, und das heißt, Typensysteme haben auch so Regeln und die sehen tatsächlich auch gar nicht so anders aus. Wir haben auch einen horizontalen Strich und darüber stehen unsere Annahmen und darunter steht unsere Konklusion. Unsere Schlussfolgerung, die wir machen dürfen. Und wir ignorieren mal ganz kurz, also was dieses Gamma ist. Dieses Gamma ist ein sogenannter Kontext. Das ist quasi die Menge aller Dinge, die wir bisher schon so bewiesen haben, inferiert haben in unserem Programm. Aber im Service-Fall können wir diese Gammas ignorieren. Und im Service-Fall können wir auch ich habe vergessen, wie sie heißen, dieses Symbol mit diesem D ignorieren. Und uns interessieren eigentlich nur diese Teile. Und die Regel für Type Inference von Funktionsapplikationen sagt, dass wenn E0 den Typen hat, Funktion von Tau nach Tau Strich, und wenn E1 den Typen hat Tau, dann hat E0 angewendet auf E1, so schreibt man Funktionsapplikationen in diesen ganzen Programmiersprachen, indem man sie einfach hintereinander schreibt, dann ist, wenn wir E1 in diese Funktion reinstecken, das hat dann den Typ Tau Strich. Right? Intuitiv ist das klar, wenn ich eine Funktion von A nach B habe und ich werfe dann in A rein, dann hat das Resultat den Typ B. So, und das ist der Modus Ponens. Das ist der Modus Ponens im funktionalen Typensystem Schlussregelkalkül, Typinferenzsystem Kalkül. Und das heißt, heutzutage, wenn man irgendwie über Programmiersprachen Typensysteme redet, gibt man meistens so eine Reihe an also man gibt so ein bisschen so Syntax an und dann gibt man so eine Reihe an so Inferenzregeln an und dann beschreibt man einen Algorithmus, der diese Inferenzregeln anwendet und beweist, dass das irgendwie terminiert und in linearer Zeit läuft und dann sagt man yay und dann beweist man irgendwelche coolen Aussagen über diese Typensysteme, was die einem erlauben zu schreiben und nicht zu schreiben. Right? Oh, okay. Und jetzt kommen wir zu dem, was für euch vielleicht ein bisschen spannend ist. Es gibt bestimmt ganz spezifische logische Schlusskalküle, die heißen affine und lineare Logik. Und das ist quasi so, wie wir so intuitionistische Logik machen. Wir lassen nur so ein paar Schlussregeln raus. Und zwar die Schlussregelkontraktion und die Schlussregelschwächung. Kontraktion sagt quasi, dass wenn ich eine Prämisse mehrfach in meinem Input habe, in meinem Kontext habe, dann darf ich die ersetzen durch nur eine Instanz davon. Das ist Kontraktion. Ist ja klar, wenn ich zweimal weiß, dass A wahr ist, dann kann ich auch einfach sagen, ha, whatever, ich weiß es halt nur einmal, weil whatever. Intuitionistisch ist das klar, warum wir zweimal die gleiche Prämisse durch einmal die Prämisse ersetzen können. Und Schwächung bedeutet, dass wenn aus unserem Kontext bereits irgendeine Aussage folgt,
dann können wir irgendeine neue Annahme dazu werfen und das ändert nichts an unserem Ergebnis. Dann folgt das immer noch. Ne? Also irgendwie, wenn ich bewiesen habe, wenn es regnet, wird die Straße nass, dann kann ich auch sagen, wenn es regnet und Kamele vier Beine haben, dann ist die Straße nass. Und das ist voll okay. So. Aber wenn wir diese beiden Regeln nicht erlauben, wenn wir sagen, das ist einfach nicht erlaubt, weil sich herausstellt, dass mit diesen Regeln irgendwie logische Aussagen zu beweisen, also dieses Kalkül durchzusetzen, wird dann halt im Zweifelsfall terminiert das nicht und ist halt nicht total und ist halt nicht beweisbar oder ist halt MP-verständig oder ist halt, was auch immer, ist halt kompliziert, ist halt schwer. Aber stellt sich raus, wenn wir diese beiden Regeln nicht erlauben, dann fängt das an, dass wir auf einmal automatisierte Beweise führen können in diesem Kalkül und trotzdem immer noch sehr viele, sehr, sehr hilfreiche Aussagen treffen können. Und warum das jetzt vielleicht für manche Leute hier spannend ist, ist, dass wenn ihr mal Rust benutzt habt und Rust hat diesen Borrow-Checker, dann benutzt Rust diese Logik. Also tatsächlich, diese lineare Logik kommt aus den 70ern, wurde irgendwie in den 70ern entwickelt und untersucht. Und die Rust-Leute haben sich quasi lineare Logik genommen und das benutzt, um umzusetzen, dieses Prinzip von Borrow-Checking, welches dann halt garantiert, dass zum Beispiel jede Referenz nur genau einmal existieren darf. So, wenn ihr eine Referenz weitergibt in eine andere Funktion, dann gebt ihr damit Ownership ab. Und das ist genau, wo diese Logik reinkommt. Also diese Logik ist quasi, wenn man sich das überlegt, und ich bin mir auch nicht ganz sicher wie, aber again, ich weiß es ja auch noch nicht, kommt alles irgendwann noch, sagt quasi, in dieser linearen Logik hast du quasi die Aussage, dass jede Prämisse muss genau einmal benutzt werden und das ist ultimativ äquivalent nach dem Corey-Howard-Isomorphismus zu der Idee, dass jeder Wert nur genau einmal verwendet werden muss. Und das ist, wie Rust Borrow-Checking implementiert. Das heißt, quasi die Tatsache, dass Rust heutzutage dieses Ownership-Modell hat in ihrem Typensystem und man weiß, dass das sauber funktioniert, ist etwas, was aus dieser Metamatte rausgefallen ist. Und das ist, warum tatsächlich, wie dieser ganze abstrakte Mathe-Scheiß relevant wird. Ja, weil indem wir halt Ideen aus diesem abstrakten Mathe-Scheiß nehmen und ihn so neu verpacken, dass wir damit praktisch nützliche Eigenschaften für unsere Programmiersprachen bauen können. So. Und eine andere Form von dieser Dings ist, bisher waren alle unsere Aussagen so einfache Prädikatenlogik. Ne? Wir konnten nur irgendwie über simple Aussagen reden, aber wenn wir Mathe machen, benutzen wir unglaublich häufig, also meistens benutzen wir Quantoren. Wir sagen, es existiert ein N, so das, oder es existiert eine kleinste Primzahl, eine größte Primzahl, eine kleinste, anyway, oder weiß nicht, für alle N gilt, N ist gerade oder N ist ungerade, weißt du, wir benutzen dann die ganze Zeit diese Quantoren. Und wir können jetzt Typensysteme bauen, indem wir einen neuen Typen zu unserem Typensystem zufügen, den Typ aller Typen, der wird, glaube ich, oft Set genannt. Und was uns das erlaubt, ist, dass wir jetzt Funktionen schreiben können, die einen beliebigen Typen A abbilden auf den Typ aller Typen. Das heißt, wir können Funktionen schreiben, die einem Wert einen Typen zuordnen. Und das nennt sich Dependent Types. Diese Form von Funktion, wo also der Output-Typ einer Funktion auf einmal vom Input-Wert abhängen kann, kodiert für uns halt ein Allquantor, weil quasi die Aussage, wenn wir einen Wert auf den Typen aller Typen abbilden, sagt uns das quasi, wenn du mir einen Wert A gibst, dann kann ich dir, was auch immer X von A ist, als Wert geben, wenn ich so eine Funktion hingeschrieben habe. Und das bedeutet, das kodiert die Aussage, dass für alle A aus A gilt die Aussage X von A. Ups, hier muss ein kleines A hin. Hier muss ein kleines A hin, kein großes A. Wir können dann überdies da bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das am besten ausdrücke für Leute, die keine Ahnung von Mathe haben. Wir können die direkte Summe bilden, wobei wir statt einfach nur zwei Terme zu haben, haben wir einen Term für jeden Wert in A. Der Summand für den Index klein a ist eben x von a, wobei x wieder so eine Funktion ist. Ne?
Das heißt, wir haben jetzt eine direkte Summe, wo die quasi ein Summanden hat, einen Fall hat in dem Sum-Type für jeden möglichen Wert von a. Und das kodiert uns den Existenzquantor. Weil wenn wir einen Wert hier haben, in dieser Summe, wenn ein Wert in dieser Summe existiert, dann muss also für irgendeins dieser a, muss also ein x von a existieren, damit wir den, damit das in diesen Wert drin stecken kann. Und das kodiert uns also, dass es ein a-Element a gibt, sodass x von a wahr ist. Okay? So, und das heißt, Dependent Types erlauben uns jetzt, auf einmal Quantoren in unsere Aussagen mit reinzupacken. Das bedeutet, damit können wir auf einmal so wirklich interessante Aussagen beweisen. Und das ist so ein bisschen, wo ich hingehen will. Dass da ist, was derzeit so passiert ist, ich habe auf dem Congress, war ich bei einem Workshop für ACTA und bei einem Vortrag über ACTA. Und ACTA ist eine so eine Sprache. ACTA hat Dependent Types. Idris hat Dependent Types und Cog hat Dependent Types. Das sind so drei Namen, die man immer mal wieder hört, wenn man sich in dem Feld bewegt. ACTA, Idris und Cog, die haben alle slightly unterschiedliche Foki. Also Idris versucht tatsächlich eine praktische Programmiersprache zu sein und ACTA und Cog versuchen eher so Proof-Assistant zu sein. Das heißt, die versuchen eher mathematische Beweise mit Unterstützung des Computers zu führen. Aber die benutzen halt eben diese Dependent-Type-Type-Systeme, um interessante Aussagen in ihr Typensystem reinzukodieren, die dann tatsächlich mathematisch interessant sind. Und da ist dann irgendwie auch so spannend, quasi für mich, was mich interessiert ist, was ist so langfristig der Borrow-Checker für Dependent-Types, weißt du, so wie Linear-Types den Borrow-Checker erlauben, als eine irgendwie etwas, was auch wirklich in unserem Alltag eine relevante Eigenschaft von unserer Programmiersprache ist, was Dependent Types erlauben, was dann tatsächlich quasi den Durchbruch erlaubt für irgendwie interessante Dings. Also es gibt interessante Beispiele, für was es alles erlaubt, aber da haben wir jetzt keine Zeit für, irgendwann später vielleicht. Fun Fact, hoffentlich wird meine nächste Coach-Viertelstunde sein über ACTA, aber mal schauen. Jedenfalls abgefahrener Scheiß und so. Ja, Fragen, und ich habe gesagt lol, weil ich weiß, also ob ich die beantworten kann, ist eine Frage, und ob ihr überhaupt Fragen habt nach dem Vortrag, ist sowieso eine Frage. Anyway, Fragen? Ja. Ja. Also, die Frage ist, ich habe von Integer gesprochen und reden wir nicht immer von Integern und so. Nicht auf dem Level. Eine Sache, die irgendwie so ein bisschen fnordig ist, ist, dass worüber wir hier, also wenn wir uns auf dem Level über Typensysteme unterhalten, und da halten wir uns auf einmal nicht mehr über das Ausführungsmodell. So ein ACTA-Programm wird im Allgemeinen nicht ausgeführt. So, der Punkt von einem ACTA-Programm ist, dass du es type-checkst und dann, wenn das korrekt type-checkst, sagen kannst, ha, cool, ich habe jetzt was bewiesen, weil mein Programm kompiliert. Und das Ausführen ist so, don't know, offenes Problem. So, als eine Illustration ist, also, wir haben tatsächlich, praktische Programmiersprachen haben halt meistens schon so primitive Typen für Integers und Strings und so Dinge, formal. Und auch da muss man unterscheiden zwischen, was die Sprache formal dir gibt und was sie dir in der tatsächlichen Implementation gibt. Irgendwie Rust hat Referenzen und in der Implementation ist das halt schon so ein Pointer, aber formal ist das halt schon kein Pointer, weil es kann zum Beispiel nicht Null sein. Das heißt, man muss auch da unterscheiden, was die Sprache quasi auf einem formalen Level gibt und wie es tatsächlich implementiert ist. Und ja, implementiert ist es ultimativ alles mit Nullen und Einsen. Aber auch so ein String als Datentyp ist ja oder eine Hashmap. Da spricht die Sprache ja nicht darüber zu, und das ist folgende Funktion und die ist so und so implementiert, sondern die Sprache sagt ja einfach, da kannst du eine Bracket auf, einen Wert reinschreiben, Bracket zu, und dann macht das einen Indexzugriff und schaut dann in der Hashmap nach folgendem Wert. Das heißt, A ist sowieso schon mal dieses Meta-Level da. Und wie gesagt, hier reden wir noch über ein Meta-Level höher. Eine Sache, die, weiß ich nicht, ich versuchen kann.
Nur so als Beispiel, wenn wir auf dem Level irgendwie über Programmiersprachen reden, reden wir immer nicht über Integers, sondern wir reden über sowas wie Data Nut ist 0 oder Suck von Nut. Das heißt, eine natürliche Zahl ist entweder 0 oder ein Typenkonstrukt, also wobei die Notation hier bedeutet quasi, 0 ist ein Unit-Typ, dem wir den Namen 0 geben. Das heißt, es gibt genau einen Wert, der den Namen 0 hat. Und SuckNut ist ein Datentyp, auch wieder, der heißt Suck und hat als Argument Datentyp, als Element quasi eine natürliche Zahl. Und das heißt, wir definieren quasi die natürlichen Zahlen nicht irgendwie als folgende Bits und so und dann benutzen wir folgende Assembler-Instruktionen, sondern wir definieren eine natürliche Zahl als, naja, eine natürliche Zahl ist entweder 0 oder es ist der Nachfolger einer natürlichen Zahl, also so Peano-Axiome, wenn ihr schon mal Mathe gemacht habt. Das ist so, wie Mathematiker natürliche Zahlen definieren. Und dann machen wir jetzt Mathe, indem wir irgendwie sowas sagen wie, wir schreiben irgendwie den Typen, dass irgendwie, weiß nicht, suck 0 equals Suck 0 ist irgendwie, wenn wir Dependent Types haben, können wir so Dinge machen. Und wenn dieser Typ irgendwie inhabited ist, dann haben wir bewiesen, dass der Nachfolger von 0 ist und so. Also, wir reden über viel weirdere Formen von über Programme nachzudenken, weil uns halt eigentlich tatsächlich nicht mehr wirklich interessiert, wie wird es ausgeführt, sondern uns interessiert auf dem Level nur noch, was sagen die Typen uns eigentlich aus. Und deswegen ist gerade wenn du diese hochgradig abstrakten Sachen benutzt, wie ACTA, ist tatsächlich alles ultimativ ausgedrückt auf diesem Level. Das ist alles ausgedrückt ultimativ, nur das einzige Atom, was du bekommst, ist der Unit-Type und Summentypen und Produkttypen und den ganzen Rest baust du dir halt selber. Weil that's the point. Du willst eben aus möglichst minimalen Axiomen möglichst starke Beweise herleiten wollen. Und wie gesagt, es geht da nicht darum, das wirklich auszuführen. ACTA hat so einen Modus, dass du ein ACTA-Programm in ein Haskell-Programm übersetzen kannst. Mit der Idee, wenn du dann doch mal irgendwie dein ACTA-Kram ausführen willst, dann generieren wir dir lieber Haskell und Haskell weiß, wie es halbwegs effizient ausführt. Ob das dann wirklich effizient ist, also du kannst dir vorstellen, wenn du mit so Kram rechnest und irgendwie, wenn du irgendwie die Summe definierst als die Summe von 0 plus a ist gleich a und die Summe von suck a b ist die Summe von, also don't know, dass, wenn du also quasi rekursiv Addition von natürlichen Zahlen, so wie man das in der Mathe macht, definierst, kannst du dir vorstellen, das ist nicht performant. Aber wie gesagt, deswegen ist so, wenn wir auf dem Level hier reden, reden wir auf einmal nicht mehr wirklich über was wirklich auf der Maschine passiert, sondern wir reden nur noch darüber, über irgendwie abstrakt, wie Programmiersprachen und Typensysteme irgendwie funktionieren. Und ich meine, ja, wie gesagt, ultimativ kannst du in der Theorie halt einen String auch konstruieren als ein, naja, ein String ist abstrakt eben irgendwie eine Länge und eine Liste von Characters oder so. Und dann, ne? Aber, ja, sorry. Ist nicht performant und deswegen existiert halt so eine, es existiert halt schon, das ist worauf ich auch ein bisschen, worauf ich mit diesem Rust-Slide hin wollte, ist, es existiert halt schon so eine Kluft zwischen dem Kram und zwischen so über Programmiersprachen nachdenken und dem, und jetzt möchte ich gerne den Startup gründen und da irgendwie einen Service anbieten oder jetzt möchte ich gerne irgendwie so ein Problem lösen, was ich habe mit meinem Computer. Da existiert eine Kluft und was ich hoffe, so ein bisschen andeuten zu können, ist, dass es durchaus Berührungspunkte gibt, wo man diese Kluft überbrücken kann. Und das ist meiner Meinung nach quasi, was Rust zum Beispiel zu einer guten Sprache macht und erfolgreich macht, ist die Tatsache, dass sie es halt geschafft haben, ein sehr theoretisch interessantes Prinzip zu nehmen und in ein sehr praktisches Paket zu packen. Und also, ja, arguably genauso Haskell oder so. Also ich meine, so arguably. Die Hoffnung ist, dass dieser ganze Kram irgendwann so in 20, 30 Jahren mal praktisch relevant wird. Aber ja. Ich habe keine Ahnung von Rust. Aber der Borrow-Checker ist dann im Grunde sowas wie, okay, wir brauchen keine Kopie von unserem Element,
Ja. Und wir brauchen quasi nicht unsere zwei Dimension, weil wir haben ja eins. Ja, die Idee hinter dem Borrow-Checker ist, dass der Rust-Compiler beweist, dass jede Referenz zu jedem Zeitpunkt einen eindeutigen Owner hat. Und der Grund, aus dem das relevant ist, ist, dass Rust dadurch so Sachen sagen kann wie, es können nicht zwei Threads gleichzeitig den gleichen Wert modifizieren, weil nur einer von beiden kann statisch der Owner von diesem Wert sein und nur der Owner darf ihn modifizieren. Und die andere Aussage, der andere Grund, aus dem das relevant ist, ist, Rust kann sagen, wenn jetzt der Owner von einem Wert out of scope fällt, dann können wir gucken, alle Werte, von dem der Owner ist, sind damit auch out of scope, weil er der Owner ist, und können die auch out of scope fallen lassen und dadurch collecten. Und damit macht Rust Atomic Reference Counting, das heißt, die brauchen keinen Garbage Collector und sorgen halt dafür, so machen halt so. Und das ist, wie der Borrow-Checker reinkommt, ist, dass der Borrow-Checker benutzt eben diese Maschinerie der affinen Logik oder der affinen Types, der baut hinter den Kulissen, baut er eben aus deinem Programm so einen Baum von irgendwie, welcher Typ kann was sehen und wie funktionieren die ganzen Scopes. Und dann hat er so eine Menge an Schlussregeln und aus diesen Schlussregeln beweist er dann, ob dein Programm well-typed ist, und well-typed im Fall von Rust bedeutet halt auch, dass jede Referenz nur genau einen Owner hat. Und dadurch weißt du dann so Sachen wie, du kannst keine Data Races haben und du musst dich nicht um Garbage kümmern. Also, so ein bisschen. Und again, ich wiederhole nochmal, wie das jetzt ganz genau sich überträgt, habe ich auch keine Ahnung. Vielleicht irgendwann. Wie gesagt, das ist mein Anlass, mich mit dieser Frage zu beschäftigen. Aber da weiß ich weiß, dass Rust da sich da bedient hat, quasi. Das, was ich sagen kann. Ja? Gibt es auch den Weg zurück von Haskell nach Akta? Ja, im Sinne von, du benennst deine .hs-Datei in .akta um. Nein, das stimmt nicht ganz. Du musst dein, tatsächlich, also Akta ist ein Superset eines Subsets von Haskell. Ich vermute, was du in der Praxis tun müsstest, ist, Haskell hat eine sehr strikte Trennung zwischen dem Kernkalkül, in dem es wirklich nur Funktionen und Werte gibt, und dem tatsächlichen High-Level-Haskell, was du schreibst, wo du dann monadische Do-Syntax benutzt und irgendwie Listen und Stuff und deine Präambel hast. Der Haskell hat aber eine sehr starke Trennung. Das heißt, alles, was nicht in Haskell wie einfach nur eine Funktion aussieht, ist nur syntaktischer Zucker und lässt sich eins zu eins zurückübersetzen in dieses Kernkalkül. Und meine Hypothese wäre also, dass wenn du Haskell de-sugarst und in das Kernkalkül übersetzt, dass das dann einfach nur Akta sein sollte. Mehr oder weniger. Mit Anführungsstrichen, weil, wie gesagt, Haskell hat auch so Unsafe-Sachen und so und in der Theorie. Genau, die Aussage ist, dann könntest du ja die Korrektheit deines Programms beweisen. Und ja, das stimmt. Sternchen. Du beweist dann halt die Korrektheit deines Haskell-Programms. Und das kann aber der Haskell-Compiler ja auch. Und das sagt ja erstmal nichts aus, weil zum Beispiel hat das Haskell-Typensystem halt keine Dependent Types a priori. So, Haskell bringt keine Dependent Types mit. Das heißt, du kannst mit Haskell zum Beispiel nicht so eine Aussage ausdrücken wie, es gibt nur endlich viele Primzahlen. Die kannst du einfach nicht machen. So, also das heißt, du kriegst dann schon einen Beweis, aber der ist vermutlich nicht stärker als der Beweis, den der Haskell-Compiler dir auch schon gibt. Weil der Haskell-Compiler macht ja auch sowas, der benutzt halt nur ein anderes Typenkalkül, ne? Der benutzt halt ein einfacheres Typenkalkül. Also Haskell benutzt Hindley-Milner, zumindest klassisches GHC-Haskell. Und hier, also das ist die Syntax. Und ja, for the record, der Punkt war nicht, dass ihr das lest. So, und das sind die Schlussregeln, die Haskell hat. Oder so, nicht ganz, aber so approximately. Und das sind nicht die gleichen Schlussregeln, die Akta hat. Und deswegen
beweist du unterschiedliche Aussagen unterschiedlicher Stärke. Und wie gesagt, was ACTA halt interessant macht, ist die Tatsache, dass du über so Dinge reden kannst wie den Typen, zwei Werte sind gleich. Das ist auf einmal ein Typ in ACTA und dadurch kannst du einen Beweis schreiben, dass zwei Werte gleich sind. Und diesen Typen kannst du in Haskell einfach gar nicht repräsentieren und deswegen kannst du quasi die ganz interessanten Sachen, die ACTA dir gibt, nicht daraus holen. Das ist immer dieses Ding ist, eigentlich jede statisch typisierte Sprache beweist dir, dass sie korrekt ist. Nur was korrekt heißt, hängt halt davon ab, wie rich und mächtig dein Typensystem ist. Und wenn du Python benutzt, dann ist a priori dein Typensystem, es existiert genau ein Wert und dieser Wert ist Object. Dann beweist also der Python-Compiler, dein Python-Programm gibt ein Object zurück und das ist dann die Aussage, die du rausholst. Und das hilft dir nicht so viel. Wohingegen, wenn du irgendwie Rust benutzt, dann bedeutet, dein Programm ist korrekt, bedeutet schon mal so Sachen wie, du kannst dir sicher sein, dass da keine Data Races drin sind oder so. Und wenn du Haskell benutzt, weißt du, du kannst dir sicher sein, Modulo, du benutzt unsafe, du kannst dir sicher sein, dass das alles pure Funktionen sind. In ACTA weißt du dann zusätzlich noch, das sind totale Funktionen. Und also dein Typensystem gibt dir halt mehr und mehr stärkere Aussagen zu, was der Compiler beweist. Aber korrekt sind sie immer. Und du kannst nie eine Sprache haben, deren Notion von Correctness die Notion ist, die wir in der Mathe benutzen. Famously, Gödel'scher Unvollständigkeitssatz beweist, wenn du ein logisches Kalkül hast, in dem du Arithmetik machen kannst, also in dem du die natürlichen Zahlen ausdrücken kannst, ist das nicht vollständig. Da gibt es Sätze, von denen du nicht beweisen kannst, ob sie wahr sind oder nicht. So. Und das ist eine der größten Entwicklungen in der Mathematik der letzten 100 Jahre, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach die größte Entwicklung. Ich bin Riesenfan von Gödel. Weil irgendwie dadurch, dass er das bewiesen hat, sind irgendwie so sofort so die Hälfte aller Hilbert-Probleme gelöst worden mit, wir können die gar nicht lösen, weil wir jetzt beweisen können, dass wir sie nicht beweisen können in unserem allgemeinen System und so. Und also, anyway, deswegen machst du immer einen Trade-off zu, was Korrektheit bedeutet und wo du den Trade-off setzt, ist halt so eine Frage. Je höher du den setzt, desto anstrengender würdest du programmieren. Je niedriger du den setzt, desto weniger weißt du über dein Programm. Anyway, Exkurs, eigentlich alles irrelevant, aber Hindley Milner Type System. HM Type System. Das ist so, das ist quasi die alle modernen Funktionen. Soweit ich weiß, benutzt Rust auch unter der Haube eine Varianz davon. Das ist quasi so das ist eines der großen. Also heutzutage benutzt quasi die ganze PL-Research-Community benutzt halt Haskell als ihre Research-Sprache, um da ihren Kram rauszuflanschen. Und Haskell hat HM popularisiert, weil das halt eines der ersten großen Typenkalküle war, wo bewiesen wurde, dass du sie effizient type-checken kannst und effizient inferieren kannst. Das heißt, du kannst in HM kannst du für jeden Ausdruck den allgemeinsten Typen herleiten, den dieser Ausdruck haben kann. Und deswegen musst du in Haskell keine Typensignaturen mehr angeben, weil der Compiler dir automatisch die beste Typensignatur deriven kann und dann brauchst du sie nicht mehr angeben, weil der Compiler sie für dich bereits, er hat bereits den besten Job gemacht, den man da machen kann. Mehr oder weniger. Anyway. Again, Randbewegung, aber ja, das kann man sich durchlesen. Ich habe versucht, das HM-Paper zu lesen und ich habe es nicht verstanden. Bisher. Kommt noch. Donner. Sonst noch Fragen? Cool. Dann freue ich mich aufs nächste Mal mit ACTA und